Ausstattung eingeeigneten Entlageplatz bezogen hat, nimmt sie Verbindung mit dem Quartett Mechatronik Feldwebel für Kettenverfolger. Mit den vorbereitenden Maßnahmen zum Entladen des Kampfes. Während des Entladens möchte ich genau auf die drei Fahrzeuge eingehen. Das neueste System Fahrer bedient. Um seinen Kampfauftrag im Gepäck wahrzunehmen, verfügt er als Hauptbewaffnung über eine Glattwurfkanone mit 120 mm. Diese ist selbst stabilisiert und ermöglicht somit ein zielgenaues Bekämpfen von gewarnten Zielen. Auf einer Aufstandsentfernung von bis zu 2500 Meter. Auch während der als Nebenbewaffnung sind zwei Maschinengewehre und Füßendung-3 vorhanden. Der Kampfpanzer Leos Wurz wird nun auf den für ihn vorgesehenen Arbeitsplatz gebracht, um unverzüglich mit der Instandsetzung beginnen zu können. Wurde durch den Kfz-Mechatronik-Feldwebel für Kettenfahrzeuge bereits vorsorglich ein Tauschtriebwerk angebaut, um die Verweildauer des Kampfpanzers im Bereich des Dreiversorgungspunktes Abschnitt erheblich einzuschätzen und die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wiederherzustellen. Vor Beginn der Instandsetzungsmaßnahme erfolgt nun seitens des Bodenführers eine kurze Befehlsausgabe, um das Personal in die notwendigen Befolgungsbereiche einzuwenden und den Ablauf zu koordinieren. Thank you.
Nur die
Medien verbringen der beiden Hebelmittel, Ärgerwasser und GWPL, die Ausgangsposition wird der Turm mit der Wasseranlage auf 6 Uhr beschränkt und der Leopard vor Asienbau für die Ausgangsposition vorbereitet. Come on up.
nun die Möglichkeit, nach kurzem Umbau der Station einmal näher an die Fahrzeuge Thank you.